So, willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Das letzte Mal aus dem Lucky 38 raus und jetzt auf dem Weg ins Tops. Wollen wir mal gucken, was Benny so macht und wo der seinen Chip hat, beziehungsweise den Chip, den wir zurückbringen sollen. Klar, bis später. Was willst du jetzt von mir? Hallo? Kommen Sie, Kumpel. Ich versuche hier eine Show auf die Beine zu stellen. Ich habe nur ein paar Fragen, ja. Na gut, aber bitte flott. Das hier ist nicht gerade ein lukrativer Standort für Geschäfte. Mein Geschäft werde ich auch nicht hier verrichten. Aber wer sind Sie? Mein Name ist Knight, Billy Knight, und das hier ist der Lohn für eine lebenslange Comedy-Karriere. Aber wir stehen an einer Straßenecke mitten im Nirgendwo. Sag ich doch, Mensch, sag ich doch. Wie lange sind Sie schon Comedian? Wenn man meiner Mutter glaubt, dann seit sie mich das erste Mal gesehen hat. Ihre ersten Worte waren: Junge, was für ein komisch aussehendes Kind! Ich nehme an, dass nur eine Mutter mein Gesicht lieben kann, da niemand sonst auch nur mit mir redet. Vielleicht können Sie mir helfen. Sehen Sie, ich weiß nie, wann es Mittagszeit ist. Sie wollen also den großen Durchbruch. Aber bei solchen Witzen ist es kein Wunder, dass Sie auf der Straße arbeiten müssen. Ja, hier. Besser als ein großer Beinbruch. Hey, wenn Sie jemanden kennen, für den ich arbeiten könnte, ich arbeite billig. Wirklich billig. Für Peanuts. Gut, auf Wiedersehen. Klar, bis später. Ich glaube, dem will niemand hören. Ich glaube, dem können wir nicht helfen. Ich meine, das wäre das Tops. Einfach so eine göttliche Wahrnehmung von mir, wie ich sie immer Willst habe. ein paar Kronkorken loswerden? Dann bist du hier richtig. Ach, du redest mit mir. Hallo. Also nur ein Feldjäger. Okay. Ja, wir gehen mal in dieses mega Funkelteil rein. Erdgeschoss des Tops-Casinos. Mal sehen, was da auf uns wartet. Ich habe auch nur noch ganz wenig Erinnerungen daran. Hey, guter Mann, herzlich willkommen im Tops Hotel und Casino. Ich muss Sie bitten, mir all Ihre Waffen auszuhändigen. Was? Versteckte Waffen behalten? Ja, hier sicher, bitte sehr. Ja, erstmal, warum brauchen Sie meine Waffen? Sicherheit, Baby. Man kann kein Brot backen, wenn die Bäcker voller Blei sind, nicht wahr? Keine Angst, Mr. House bürgt für Ihre Sicherheit. Na gut. Locker und lässig, so gefällt mir das. Keine Sorge. Bei uns sind Sie absolut sicher, bis Sie wieder gehen möchten. Oh, und ein Rat unter Freunden. Wenn Sie während Ihres Aufenthalts Waffen finden, tragen Sie sie nicht offen. Alles klar? Da wir dieses kleine Geschäft erledigt haben, was kann ich tun, damit Ihr Aufenthalt im Tops auch tatsächlich top wird? Wo haben Sie meine Waffen hingebracht? Entspannen Sie sich. Denen passiert nichts. Wir bewahren sie in der Bank im Obergeschoss auf, direkt neben dem Geld. Sie sind bestens geschützt. Was kann man hier ansonsten machen? Alles, was Ihr kleines Herz begehrt. Sie zocken gerne? Volltreffer. In beiden Flügeln gibt es Karten, Automaten, was auch immer Sie wollen. Hungrig, durstig? Im Restaurant beim linken Flügel finden Sie das beste gastronomische Angebot in Vegas. Oder haben Sie eher Lust auf eine Show? Das Aces Theater im Obergeschoss bietet stets heiße Attraktionen. Sollten Sie nicht verpassen. Also, ich würde jetzt mal spontan sagen, wir versuchen natürlich erstmal das Tops auszurauben. Erstmal holen wir unsere Waffen und dann vielleicht das Geld. Viel Spaß, Baby. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise klappt, weil wir halt weder Dietrich noch Wissenschaft irgendwie ausgeprägt haben. They went that way. Ein Achievement bekommen und 1000 Erfahrungspunkte. Oh, Stufenanstieg. Geil. Sehr pornös. Ja, wir sind fast auf Medizin 100, danach können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass ich hier speziell jetzt nochmal Sprache brauchen werde. Deswegen gehe ich damit auch noch ein bisschen höher. 88 Medizin, das war keine Absicht. Wirklich nicht. Wir gucken mal, was wir jetzt noch haben. Hier und jetzt ist Schwachsinn. Wir gucken mal, was mit Level 14 jetzt dazu kam. Mit dem Adamantium-Skelett erleiden ihre Körperteile nur 50% des normalen Schadens. Das ist jetzt nicht so wichtig. Apotheker. Mit dem Extra-Apotheker hält die Wirkung aller Medikamente, die sie einnehmen, doppelt so lange. Auch Stimpaks? Das frage ich mich gerade. Läuterer. Ja, sie fügen Zentauren, Nachtbörschern, Sporenpflanzen, Sporenträgern. Ich sag mal grob mutierten Viechern 50% mehr Extraschaden zu. Wir gucken nochmal. War da nicht letztens was, das ich haben wollte? Sie haben genug von Autoritäten. Also erstmal Kampf dem Mächtigen. Und ihrem miesen Verhalten gegenüber dem kleinen Mann. Sie hatten +2 zur Schadensschwelle und 5% auf kritische Treffer.
gegen jeden, der eine Rüstung der RNK-Legion oder Bruderschaft trägt. Finesse. Okay, ich krieg gerade einen Tipp aus dem Wait Call, dass Apotheker nicht für Stimpaks gilt. Das macht's dann wieder weniger interessant. Finesse. War das mit den kritischen Treffern? Schnell ziehen, Kommando. Höhnischer Imperialist. Ah, sie sehen es nicht gerne, wenn sich Raider, Junkies oder Stammesleute in zivilisierten Gebieten niederlassen. Sie verursachen 15% mehr Schaden gegen sie und erhöhen die Trefferquote im Bau-ATS. Okay, das ist ein schöner Perk. Furchterregendes Auftreten. In einigen Gesprächen erhalten sie die Möglichkeit... einen Kampf zu beginnen und eine Gruppe Gegner zu erschrecken, sodass diese in Sicherheit flieht. Okay. Angewandte Anatomie. Nein, das brauchen wir. Schatzsucher ist nicht so teure Waffe, Mann. Ja, wir gucken nochmal alles durch und wir haben ja auch ein paar neue Sachen bekommen, dadurch, dass wir halt weiter geskillt haben. Neue Sachen aus dem Low-Level-Bereich. Intensives Training, Langzeitgedächtnis, Kannibales, jetzt nicht so interessant. Run and Gun, werden sie mit dem Schuss oder nicht? Okay, Run and Gun hört sich gut an, weil wir halt doppelt so schnell sind, aber wir tragen gar nicht so oft einhändige Energiewaffen, deswegen bringt uns das nicht so viel. Ich muss mal gucken, ob es sowas wie Pyromane wieder gibt. Pyromane war echt eine geile Fähigkeit in Fallout 3. Heimbauer, Cowboy, Hamsterer, Monster. Ich sehe jetzt nichts in der Richtung. Das ist... Da! Pyromane! Stufe 12, Sprengstoff 60. Mit dem extra Pyromane fügen sie mit Flammenwerfern, wie zum Beispiel dem Flammenwerfer und dem Resti 50% mehr Schaden zu. Wir müssen möglichst schnell Sprengstoff auf 60 kriegen, weil der Flammenwerfer jetzt schon einen extremen Schaden verursacht. Naja, aber ich glaube... Wachsamkeit, was ist das denn? Sie haben gelernt, immer nach Gefahren Ausschau zu halten. Wenn sie sich ducken und sich nicht bewegen, erhalten sie plus 2 auf ihr Attribut Wahrnehmung, damit sie Gegner finden, bevor die Gegner sie finden. Lebensspender, hier und jetzt. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, tut mir leid. Ihr müsst gerade ein wenig meine Skill-Auswahl hier ertragen. Ich würde auch sagen, im Raid Call kam schon im Zweifelsfall Finesse. Ich finde, das klingt auch am besten. Ich meine, kritische Treffer sind immer nice. Deswegen nehmen wir die. So, Cashier, okay. Sieht aus, als ob die Truppen wieder da wären. Gute Sache. Ohne ihre Kronkorken wäre es hier wie ausgestorben. Jetzt ist die Frage, wie komme ich ins Obergeschoss? Und dann müsste hier irgendwo auch Benny sich aufhalten. Können wir? Auftrag des Kings. Benny im Top stellen. Ring-a-ding-ding. So. Unser Questmarker schickt uns da hinten hin. Das ist der im karierten Anzug. Ja, den kennen wir doch. Wir machen hier mal ein Quicksave. Hast du was zu sagen? Hey, Benny. Was in drei Teufelsnamen? Wir bleiben im Takt, was? Ganz locker. Ganz locker. Hallo? Der Typ, der ins Lucky 38 gegangen ist, das warst du? Oh, scheiße. Du solltest an deiner Treffsicherheit arbeiten. Mr. House will den Platin-Chip, rück ihn sofort raus. Nenne mir einen Grund, warum ich dich nicht umlegen sollte. Ich glaube, das mit Mr. House sollte er gar nicht so wissen. Ja, du solltest an deiner Treffsicherheit üben. Wenn ich das mache, wird er mir wahrscheinlich sagen, du hast keine Waffen und meine Leute schon. Ja, Treffsicherheit. Da habe ich ja ins Schwarze getroffen. Mitdenken ist wohl nicht deine Sache. Oder bist du einfach nur dickköpfig? Das sind jedenfalls gute Neuigkeiten. Vielleicht kann ich jetzt nachts wieder ruhig schlafen, weil du nicht tot bist. Warum verdrücken wir zwei uns nicht und suchen uns ein privateres Plätzchen? Dann beantworte ich alle deine Fragen. Nein. Du wirst meine Fragen jetzt beantworten, nicht später. So funktioniert das nicht, Baby. Nicht in der Öffentlichkeit. Muss ich dir das wirklich noch klar machen? Ja, ich will den jetzt. Das kann ich nicht machen. Und das weißt du auch. Die Sache hat eine Menge Knackpunkte und reichlich Verflechtung.
aber auch reichlich Action. Genug für uns beide. Doch darüber quatschen wir lieber nicht in der Öffentlichkeit. Wie ich schon sagte, wir sollten irgendwo miteinander sprechen, wo es ein bisschen privater ist. Sehe ich irgendwie nicht ein. Nenne mir einen Grund, warum ich dich nicht... Woran hattest du gedacht? Erstmal kriegst du die Präsidentensuite. Das beste Zimmer des ganzen Hauses. Du hast dir einen Vorgeschmack auf das Leben als VIP verdient. Ich hänge noch ein wenig hier unten rum, als ob nichts gewesen wäre. Dann komme ich nach. Alle Fragen beantworte ich dir. Garantiert. Fein, aber lass mich nicht warten. Okay, Sprache. Zwei Bedingungen. Die Leibwächter verschwinden und wir gehen sofort in die Suite. Falschen 35. Die Suite ist ein netter Zug, aber jemand muss auch meinen Vertrag bezahlen. Wir reden hier und jetzt, sonst erfahren die anderen meine Geschichte. Ich bin nicht gekommen, um zu verhandeln. Ich will Rache. Ja, wir nehmen Sprache 60. Wenn du mir dann vertraust, mache ich es. Folge mir. Okay. Damit sind wir aber schon mal die Leibwächter los. Sag mal, wo ist Boone denn hin? Wo ist Boone hin? Mir fällt gerade es auf, dass dieser alte Glatzkopf uns nicht mehr hinterherläuft. Okay, wir machen hier nochmal einen Quicksave. Ich weiß nicht, wie das Ganze jetzt ausgeht. Die Wachen wollten ja eigentlich unten bleiben. Ja, wir sind jetzt hier zu zweit. Ich mache nur schon mal für den Notfall eine Waffe bereit. Ist ja klar, ne? Jetzt, wo du und ich unter uns sind, muss ich dich was fragen. Warum bist du noch am Leben? Nennen wir es doch einfach Zufall und belassen es dabei. Ein Securitron hat mich ausgegraben und ein Doktor in Good Springs hat den Rest erledigt. Es braucht mehr als ein paar Kugeln in den Kopf, um mich aufzuhalten. Genau, wir machen den ganz harten. Ja, hallo. Das kommt davon, wenn man eine 9mm benutzt. Nachdem wir dich umgelegt hatten, wie konntest du mich da verfolgen?